Hallo Jungs, hier ist der Marc von der RCGage 68 für die After Run Review von dem Lowsy 10 SCBE. Und der Manni, der hat einen Zoom mit Fernbedienung. Also Jungs, das Ding fährt sich absolut super, genauso wie die Techno RC 410.3. So wie es aus der Schachtel kommt mit 2S, ist es super. Sanft zum Fahren, sehr gut ausbalanciert, Stoßdämpfer machen super Arbeit, Reifen gehen auf jedes Gelände ohne Problem, einfach toll. Leider, wie ich gesagt habe auf einem Unboxing-Video, ist die 16er Ritzel zu lang, also man zieht zu viel Strom. Im offenen Gelände war nach 10 Minuten mit einem 5000er Lipo Ende der Geschichte, Lipo war leer. Und wenn man 3S fahren will, muss man hier das Lipo-Befestigungssystem erhöhen, das Zeug ist geliefert, aber man muss es umbauen. Das heißt, wenn ihr 3 oder 2S fährt, muss ihr jedes Mal umbauen. Das ist ein bisschen schade. Einfach Velcro-Straps wäre viel einfacher gewesen. Dazu kommt, dass man, wenn man 3S fährt, muss man die Ritzel ersetzen, weil mit der 16er wird es viel, viel zu heiß. Die sagen 14, aber mit 14 ist es von mir aus auch zu viel. Also habe ich hier eine 12er verbaut. Und mit dem GPS gab es da 68 km, was überaus reicht. Also meines Erachtens ist es sehr angenehm zu fahren. Ein Auto so um die 65, 70 km im Gelände reicht überaus. Auto hat Dampf und Laufleistung ist viel, viel, viel besser. Leider nach 10 Minuten kam die erste Panne. Mir ist auf einer Antriebswelle hier hinten auf der hinterrechten Seite den Spleen rausgeflogen oder gebrochen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also kurz bevor es passiert ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass irgendwas klemmt hinten. Also heißt es ganz klar Fahrfehler. Hätte ich gehalten, hätte ich gesehen, was passiert. Vielleicht war ein Stein drin oder was. Da wäre es nicht passiert. Ich habe nochmal Gas gegeben, dann ist es passiert. Habe ich das hinterrechte Rad, die Motorizität verloren und dann war Ende. Also ich habe es repariert. Ich habe vorüber mal einen Satz Antriebswelle bestellt, damit ich Reserve habe. Und bin dann 10 Pack weiter gefahren mit dem Ding, ohne jegliches Problem. Das Ding, wie gesagt, also super ausbalanciert, das springt super gut aus kurzer Distanz, bisschen Druck auf dem Gas, man kann mit 3S locker wieder also die Lag ändern im Flug. Es hitzt auch nicht so viel, weil im Sommer musst du auspassen mit der 16er Ritzel, auch in 2S, macht die Figuren raus, weil da kommt keine Luft zum Motor und es wird alles sehr heiß hier drin, selbst in 2S. In 3S mit der kleinen Ritzel, mit der 12er Ritzel, ist einwandfrei kein Problem. Wenn ihr nur 2S fahrt, rate ich im Sommer auf 14er runter zu gehen und noch einen zusätzlichen Lüfter drauf. Ich bin zufrieden mit dem Auto, es gibt nichts zu motzen. Wie gesagt, das mit der Welle ist ja ein Unfall, kann passieren. Einzige, was ich gekillt habe, ist die vordere Stoßstangehalterung. Das ist auch mein Fehler. Bin ja voll im Anflug in einen Baum rein. Das heißt, ist mein Fehler. Der Baumfahrer hat keinen Führerschein und der Baum ist einfach mit drin durchgelaufen. Das ist halt so. Nee. Also, wenn euch das Auto gefällt und ihr nicht wusstet, kaufe ich es nicht. Also könnt ihr es locker kaufen. Ist klar, dass 500 Euro ist teuer für einen 1:10er. Aber ein Tractor Slash ist ja teurer und hält nicht die Hälfte aus oder nicht mal ein Viertel aus, was das Ding aushält, ist ganz klar. Nächstes Mal fahre ich mal im Wald durch. Jetzt ist ja der Untenboden getauft, also kann ich jetzt ihn weiter zerkratzen. Natürlich hätte ich Skidplates montieren können, alles. Aber ich wollte nur mal Stock von der Box ausfahren und dann mal sehen, was es gibt. Ein 3S, wie gesagt, mit der kleinen Ritzel, wie ich gedacht habe, dass es gehen soll, und so geht es auch. Es ist wirklich toll. Das Auto hat sich ein paar Mal überschlagen, hat überhaupt nichts kassiert. Natürlich ein paar Kratzer, aber das war's. Einfach super tolle Qualität, was man so an Lowsy mag, auch wenn sie nicht jedes Modell so gut machen oder ein Teil von dem Modell bei ihnen nicht unbedingt von Lowsy kommt. Das war's. Länger nützt nichts, weil es gibt, wie gesagt, von mir aus nichts zu motzen an dem Auto. Tschüss, Jungs.